This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sink, and your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me to waste. I once was a girl with dignity and grace. Now I'm slipping to the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can stop myself from falling. Nicht schlecht, ist gut. Down, komm, 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 einer. And I can stop myself from falling. Down. Show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Willkommen bei The Voice Kids. Danke, ich freue mich so. Wir auch. Wie geht's dir, wie heißt du und woher kommst du, wie alt bist du denn? Ich heiße Emily, ich bin 13 Jahre alt und komme aus Köln. Ganz toll hast du das gemacht und du singst sehr, sehr sauber. Top, die Töne getroffen, den Flow gehabt. Dankeschön. Bei mir war es so, dass am Anfang ich ganz unsicher war, weil du vielleicht warst am Anfang ein bisschen nervös, also am Anfang hat es ein bisschen gewackelt, aber als du dann in die höheren Passagen gegangen bist und Richtung Refrain gekommen bist, war das einfach nur so zum Wegträumen. Man kann sich einmal schön fallen lassen und einfach in so eine kleine Welt, die du geschaffen hast, wegträumen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du hier bist und dass du auf jeden Fall in den Battles bist, den anderen mal zeigst, was gefühlvolle Songs sind. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Was bist du denn für eine Person? Was machst du denn außer der Musik noch ein bisschen? Ich bin generell eigentlich so künstlerisch unterwegs. Also ich zeichne gerne, male. Cool. Und habe jetzt auch in der Schule so den Kunststiftkurs. Genau. Ach krass, okay. Ja. Ich war auch in der Kunst-AG damals. Cool. Das Schönste daran, ne, ist ja, dass man einfach dadurch sehr viel entspannen kann. Ne? Musik und Kunst ist so eine Art, die Emotionen, die man drin hat, wenn man die mit Worten vielleicht nicht so gut fassen kann, durch die Musik und durch das Zeichnen einfach sehr gut darstellen kann. Aber da werdet ihr auch für eure Werke bewertet, oder? Ja. Weil das war bei mir mein Problem. Ich war früher auch in der Kunst-AG und ich habe immer eine 5 bekommen, weil ich habe immer irgendwas gemalt und ich fand das mega. Meine Kunstlehrerin fand das blöd und ich finde, bei Kunst, genauso wie bei Musik, ist es ja so, man kann es halt mögen oder nicht mögen, aber es ist ja so eine persönliche, Einschätzung. Ja. Ich weiß nicht, warum, die stand immer nicht auf meine Bilder und ich habe immer eine 5 bekommen und das war immer so ein bisschen enttäuschend. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch immer mit Malen aufgehört und zum Glück mit Musik angefangen. Und cool. Oh Mann, ich würde mich echt freuen, wenn du zu mir kommst. Das Bild mit den Lehrern und Kunstunterricht, das gefällt mir sehr gut, weil wenn wir von Lehrern sprechen und von denjenigen, die das künstlerische Potenzial als das begreifen, was es ist, bist du bei uns bestens aufgehoben. Hey, du hast oder sprich auch für dich, Michael? Ja, du hast es immer noch drauf. Emily, hast du dir schon mal vorher dann überlegt, ungefähr zu wem du wolltest? Oder hast du jetzt schon ein Bauchgefühl? Also, ich habe eigentlich noch nicht so wirklich so mir jetzt schon eine feste Entscheidung überlegt. Ich ziehe halt immer so auf Bauchgefühl. Super. Sehr gut. Und hast du schon Bauchgefühl? Hat dir dein Bauchgefühl jetzt schon was genau, verraten? Ein Signal gegeben? Ja. Oh oh. Geht zu Vincent. Ja! Wuhu! Ich freue mich. Ich mich auch. Oh, schön. Hallo. Also eine 5 in Kunst, aber eine 1 in Musik jetzt dabei. Also sehr, sehr schön. Oh, ich freue mich. Ich fällt ein Stein vom Herzen. Dankeschön. Vielen Dank und ich freue mich auf die Battles mit dir. Also es war einfach nur grandios. Ja, ich fand es einfach nur richtig cool und bin jetzt richtig glücklich und zufrieden. Als ich der erste schon umgedreht habe, dachte ich so, boah, mega. Und dann haben sich auch noch 2 andere umgedreht. Ich war einfach nur total geflasht und habe mich so gefreut. Und jetzt bist du auch noch weiter in den Battles. Ja. In Team Vincent.